Oh, wie schnell. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Ich weiß nicht. Arrivederci. Synchronisiert. And that's it. Sequenz 2 beendet. Yay. Cool, eine unsichtbare Wand. Unsichtbare Wände sind episch. Verteidigen Sie sich, bis Sie den kritischen Status überwinden haben, oder halten Sie sich bitte. Oh mein Gott, it's Montericiani. Toskana, 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Ja, finde ich auch. Maria und Claudia zu Villa Auditore in Montericiani. Scotty. Maria, sag doch was, meine Freundin. Buongiorno, Ezio. Ah, er will Ärger. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das glaube ich weniger. Ach, das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. War dein Feigling. Alles klar, wir haben ein Schwert. Bam. Bam, super epic. Konter-Animation. Deswegen liebe ich Konter auch. Sind einfach super epische Animationen. Und ja, wenn man Gegner von hinten erledigt, die gerade andere Freunde angreifen, dann ist es ein One-Hit. Geil, oder? Gut, das war jetzt nicht der Fall, doch. Wow, so einfach. Autsch. Mario! Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Wenigstens ist er kein Verräter. Das kann ich spoilern. Zusammen mit Mario de Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Montericiani wird dir gefallen. Ich dachte, Montericiani wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht.
Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Ich auch nicht. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Okay. Anfangen? Womit denn? Was? Ey, im Ernst. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, komm. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich, komm. Das ist einfach nur lächerlich. Der sagt, ich soll zum Markt gehen, gehe ich zum Markt, Mission gescheitert. Das ergibt keinen Sinn. Ja, genau, wieder am Anfang. Gut, das war diese Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Bis zum nächsten Mal.